Florian, wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem Film? Was hat dich an diesem Thema interessiert? Ah, das sind ganz viele Punkte, aber zuerst mal bin ich selbst ganz großer Fantasy-Fan. Also, als ich ganz klein war, hat mein Papa mir schon Terry Pratchett vorgelesen und ich habe es geliebt einfach. Und später Rollenspiele gespielt, Tabletop-Games und dieses Eskapistische, dass du einfach in eine andere Welt gehst und dort jemand anders sein kannst und deine Probleme, die du sonst in deinem Alltag hast, nicht so die Rolle spielen, vielleicht auch in ganz andere Rollen reinschlüpfen und so weiter. Das liegt mir selbst ganz stark. Ich habe auch Computer gespielt natürlich, obwohl die Games damals noch nicht auf dem Stand waren, so wie heute, nicht so ganz. Und als sozusagen die dann dieses Online-Rollenspiel, wie es heute einfach praktiziert wird, so berühmt wurde, da war ich schon ein bisschen aus dem Alter raus und habe das Filmemachen für mich entdeckt gehabt. Aber von dem her bin ich schon sehr in der Figur von Jan auch drin. Auch bei mir war es ein Mädel, was mich da so ein bisschen rausgezogen hat. Ja, gleichzeitig aber liebe ich das analoge Abenteuer. Ich gehe gerne wandern, ich gehe trampen. Ich liebe es, wenn man so ganz im Moment irgendwie ist und eben nicht immer diesen ganzen Kopfwust mit sich rumschleppt so, oder immer so aufs Handy schauen muss, dann, wenn man solche Sachen macht. Und ich glaube, aus der Kombination von diesen beiden Polen, die ich so in mir habe, zudem habe ich viel Jugendarbeit gemacht und immer Workshops mit Kids und so, und habe da halt auch gemerkt, dass da die Divergenz immer größer wird zwischen diesem physischen und dem virtuellen und dass da irgendwie ein Ausgleich geschaffen werden sollte. Und so haben wir dann offline gemacht. Sag mal, nun ist ja die Entwicklung in dieser virtuellen Welt, die ist ja einfach rasant. Also wie hast du dir die aktuellen Kenntnisse über Games, über was ist da jetzt in und wie wird das gemacht und wie weit ist die Technik, wie hast du dir diese Kenntnisse angeeignet? Knallharte Recherche. Also, um da wirklich up to date zu kommen, musste ich mir natürlich mal eine PlayStation ausleihen und musste mit Freunden mal online auch Rollenspiele spielen. Zudem habe ich natürlich dann auch mir einen Co-Autoren ja gesucht und in Jan Kronauer auch einen brillanten Menschen gefunden, der ganz in dieser Welt zu Hause ist. Der hat mir dann auch erstmal so ein paar Begriffe erklärt, was bedeutet eigentlich Ninja-Looten, Kiten und wie funktioniert die Hotbar eigentlich wirklich. Solche Dinge, das ist ja ein ganz eigenes Milieu und ein ganz eigenes Genre, in das man sich da reinbegibt. Das heißt, man muss eine Art von Milieustudie betreiben, auch wenn man nicht sowieso schon drinne ist. Aber das konnten wir zusammen dann sehr gut tun. Und dann auch vor allem aber in dieser intensiven Zusammenarbeit mit den Piranha Bytes habe ich wahnsinnig viel über aktuelle Games, was gerade auf diesem Markt wirklich irgendwie verhandelt wird und so erlebt. Also das war für mich auch nochmal so ein Schritt, um näher zum wahren Herzen des Gamers zu kommen. Wie kann man sich da die Drehbucharbeit vorstellen? Also seid ihr mit einem fertigen Drehbuch dann an die Konzeption des Films gegangen oder habt ihr doch von Anfang an eben zum Beispiel mit Piranha Bytes zusammengearbeitet, also mit der Computerspielfirma? Na, wir haben zuerst mal schon eine Drehbuchfassung für uns so geschrieben. Wobei gerade bei dem Projekt war es natürlich super interessant und spannend, dass wir dramaturgisch die klassische Heldenreise, so, aber auf ironische Art und Weise, also der Weg des Kriegers, es ist ja auch eine Initiationsreise, die dieser Junge da vor sich hat und vom vorgegebenen Krieger so zum Inneren, seinen inneren Krieger findet, also dieser klassische Weg auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch in der Filmdramaturgie ganz viel an Computerspieldramaturgie orientiert. Und diese beiden Dinge wirklich ernsthaft von Anfang an genuin miteinander verzahnt. Denn wenn wir das nicht getan hätten, dann wäre es halt ein Film mit ein bisschen Computerspiel zum Beispiel geworden. Oder es wäre eher eine Art von Game gewesen, was aber dann auf Filmmaterial gebannt wird. Das wollten wir beides nicht, sondern wir hatten wirklich diesen Anspruch zu sagen,
wir bringen diese beiden Medien mal wirklich zusammen, weil das gibt es unserer Meinung nach viel, viel zu selten, obwohl es ein immer wichtigeres Thema wird. Dann, um zur Frage mit den Piranha Bytes zu kommen, sind wir eben zu den Piranha Bytes gegangen. Die haben gesehen, dass es eben gerade auch für so eine Art von Kulturabstand zwischen den beiden Medien extrem wichtig ist, dass man halt mal einfach zusammen ein Projekt macht und haben diesen Gedanken total nachvollziehen können, waren begeistert und haben dann natürlich so ihre Kommentare zu den Drehbüchern gegeben, gesagt, ja gut, das können wir mit unserem Spiel machen, das können wir nicht machen. Und dann gab es praktisch diese ganze Verzahnungsarbeit. Und da würde ich auch sagen, da bin ich heute so im Rückblick am stolzesten eigentlich drauf. Auch auf das gesamte Team, weil es einfach so eine Zusammenarbeit war zwischen so vielen verschiedenen Departments, dass wir geschaut haben, dass beispielsweise eben angefangen bei Kostümen, dass die Figuren die gleiche Farbgebung und das gleiche Farbschema haben wie unsere Protagonisten, weil es ist relativ komplex, diese beiden Welten visuell und eben in einem dramatischen Fluss zusammenzuführen. Und funktioniert dann immer nur über solche Brücken, die man eben bildet, die man intuitiv und vielleicht gar nicht so bewusst erfasst. Eben Kostüm, er hat zum Beispiel diesen roten Rucksack, sein Held hat auch diese rote Farbe und eben er hat dieses Taubenblau-Grau, was dann der Held auch trägt. Bei ihr ist es mit den blauen Haaren und ihr Charakter hat dieses ganz blaue Gesicht, eigentlich sogar sehr offensichtlich. Das geht dann weiter über Szenenbild, dass wir eben geschaut haben, dass Farbschemata auch da und auch Strukturen in beiden Welten in den entsprechenden Szenen ineinander gehen. Das ging weiter über die Musik, weil wir ja auch einen ganz verrückten Musikmix haben, der von irgendwelchen epischen Fantasy-Score-Sachen bis hin zu moderner Popmusik ist. Und es eben immer sehr wichtig ist, dass der Zuschauer trotzdem eben am Ball bleiben kann und nicht rausfliegt und versteht, was hier eigentlich gerade verhandelt wird. Nochmal so für Laien einfach erklärt, also diese transmediale Erzählform ist ja wirklich ja, noch ziemlich neu. Es gibt noch nicht allzu viele Versuche, auch international noch nicht in diese Richtung. Es gibt welche, und aber was genau ist dort eigentlich Film und real gefilmt, und was ist eigentlich direkt aus einem Computerspiel genommen in deinem Film? Kann man das überhaupt so trennen, oder? Nein, man kann es schon trennen, weil es gibt Szenen, da gehen beide Welten ja wirklich so ineinander und da haben wir dann mit verschiedenen Ebenen gearbeitet, die wir einfach hinterher digital zusammengelegt haben, dass man eben auch in der Realität irgendwelche Kästen plötzlich aufploppen hat, Energiebalken, die erscheinen und so eine Art von subjektiver Weltsicht von unseren Protagonisten dadurch dargestellt haben. Und dann gibt es ja aber schon auch die animierten Szenen, die vielleicht mehr wie Animationsfilm auch wirken. Die sind aber alle aus diesem Spiel rausgenommen. Und man kann sich das so vorstellen, für Laien, wir hatten dieses wunderbare Spiel Risen 3 wie ein Lego-Kasten vor uns. Und dann sind wir zusammen mit der Claudia Keen, die die Cutscenes auch sonst für die Spiele von den Piranha Bytes macht und haben dann Köpfe genommen, uns angeschaut, ausgetauscht, eingefärbt, verschiedene Bäume wie Legosteine von da nach dort gebracht. Wir haben zum Beispiel die Arena, die in Risen 3 gar nicht so existiert, komplett neu gebaut. Das heißt, wir haben einen Generator benutzt und haben da Ruinenstücke verwendet, haben es mit Fahnen bestückt und dann haben wir diese virtuellen Figuren genommen und mit denen einen zweiten Film im Game gedreht, weil was in Offline passiert, das gibt es gar nicht so in Risen 3. Risen 3 ist ein Adventure-Game für Singleplayer und wir erzählen ja ein Online-Rollenspiel für viele Spieler, die es gleichzeitig spielen. Das ist so mit Risen 3 nicht möglich, sondern wir durften einfach ihre ganze tolle Welt und alles benutzen und für unseren Film verwenden und haben dann zusammen eben diese Szenen gedreht. Sag mal, wie gesagt, offline dein Spielfilmdebüt. Du hast aber ja vorher schon verschiedene Kurzfilme, die ja auch zum Teil ausgezeichnet wurden, gedreht. Einer davon war ja Mia und der Minotaurus.
eigentlich auch eine Geschichte über ein Kind und einen älteren, also einen jugendlichen Bruder. Jetzt wieder das Jugendthema. Was interessiert dich an dieser Zielgruppe? Ganz viel. Das ist generell eben Filme für Kinder und Jugendliche zu machen, hat für mich ganz viel damit zu tun, dass man, denke ich, in dem Alter einfach noch wirklich was erreichen kann mit den Filmen. Wir sind ein bisschen abgebrüht, wir haben schon 1 Million Sachen gesehen. Wir sind dann mal kurz vielleicht berührt, aber ich weiß noch, wie mich als Kind manche Filme oder Dinge beschäftigt haben, einfach über Wochen und vielleicht bis heute geprägt haben. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Gleichzeitig gibt es meiner Meinung nach ja auch nicht den nur Kinder- oder Jugendfilm, sondern ein guter Kinder- und Jugendfilm muss ja auf jeden Fall auch für Eltern und erwachsenes Publikum funktionieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, zwei Geschichten oder zwei Dinge gleichzeitig zu tun und zu erzählen. Und das Dritte ist, es ist ein bisschen so ein Hack von der Gesellschaft, wenn man Filme in dem Bereich macht, habe ich das Gefühl, weil man darf im erwachsenen deutschen Film und Fernsehen, in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht oder kann oft nicht so einfach mal was Lustiges machen, was Innovatives, was Herzliches, was einfach auch viel mit Bauch und wenig mit Kopf funktioniert, weil man dann schnell belächelt wird oder wir eben dann in so ein Hochkultur, Unterhaltungskulturkonflikt kommen. Und das gibt es beim Kinder- und Jugendfilme habe ich das Gefühl weniger. Da sozusagen darf man einfach eben auch mal sowas Transmediales ausprobieren, Mischformen. Man kann Leute echte Gefühle haben lassen, ohne dass man dadurch verurteilt wird oder das Projekt gar nicht zustande kommt, weil man eben nicht den nötigen Support von den Finanzierungspartnern findet. Und gerade dieses lustvolle und auch opulente Erzählen, das liebe ich ja sehr. Das ist was ich ganz toll finde und was in eben unserem Kulturkreis leider ein bisschen verpönt ist, häufig. Und im Kinder- und Jugendfilm hingegen bekommt man dann doch häufiger mal die Chance, einfach auch Dinge auszuprobieren, loszureiten und zu schauen, was passiert. Welche Chancen versprichst du dir im Kino mit dem Film? Also es ist ja immer doch leider gerade in Deutschland ein Problem, was dann nachher die Vermarktung dieser Jugendfilme vor allen Dingen anbetrifft, ne? Also die ja nicht die große Öffentlichkeit, damit geht es ja schon mal los, die große Werbung kam. Ja, wie siehst du da deinen Film? Na, Und welche erstmal. Chancen soll er hat er? Na, erstmal ist es einfach wirklich unfassbar großartig, dass mein Abschlussfilm von der Filmakademie es jetzt ins Kino schafft. Das ist einfach für mich ein Traum. Ich wollte, als ich klein war, einen Kinofilm machen und jetzt habe ich einen Kinofilm gemacht. Also, damit ist für mich schon mal ganz, ganz viel in Erfüllung gegangen. Das ist richtig großartig. Und dann haben wir einfach, ich durfte jetzt ja auch schon einige Schülervorführungen haben und wir laufen bei den Schulkinowochen und hatte jetzt schon viel Austausch so mit Kindern und Jugendlichen und habe einfach gesehen, wow, der Film, der kommt super bei denen an. Zudem ist eben diese Gamer-Community und Leute und Kinder, Jugendliche, die sich eben im Netz bewegen, halt ein viel, viel, viel größeres Ding, als ich selbst wusste, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Das heißt, wenn jetzt der Trailer rauskommt und die richtigen Kanäle gefunden werden, dann glaube ich, dass wir doch beachtlich viele Kinder und Jugendliche erreichen können mit dem Film. Florian, du hast dir als junge Darsteller geholt den Moritz Jahn. Der ist ja erfahren, der hat ja für Fernsehen schon gearbeitet. Ich weiß nicht, ob auch für Kino, auf jeden Fall für mehrere Fernsehfilme. Du hast außerdem die junge Marla Ende, die ja als Anne Frank im Fernsehen zu sehen war. Die beiden spielen die Hauptrollen in deinem Film. Wie sind die eigentlich mit diesem mit dieser transmedialen Erzählform zurechtgekommen? Also wie viel haben die an eigenen Erfahrungen von
aus der GEMA-Szene mit eingebracht. Tja, okay, also das Moritz hatte so ein bisschen Gaming-Erfahrung und für ihn war es auch, weil er, glaube ich, auch so ein Fantasy-Nerd ein bisschen ist, der liebt Game of Thrones und solche Dinge. Für ihn war es relativ einfach, sich da so reinzudenken und du musst dir vorstellen, als wir gedreht haben, hatten wir noch keine einzige fertige Computerspielsequenz. Das heißt, da sind wirklich viele, viele Szenen einfach nur vom Computer, der dann grün oder einfach ohne Inhalt war, gemacht worden. Und es musste sich halt ganz viel wirklich im Kopf von den Schauspielern abspielen. Das heißt, ich stand dann hinter der Kamera und habe reingerufen, du verlierst deinen Avatar oder Feuerball von links. Und das mussten sie dann alles sich imaginieren und dabei halt schon aber auch echte Gefühle entwickeln. Das war so ein bisschen eben wirklich eine neue Erfahrung für uns alle, in die wir uns aber so rein gearbeitet haben. Maler hingegen hat noch nie Computer gespielt, aber sie ist eine tolle Schauspielerin und sie hatte Bock drauf. Also haben wir uns gesagt, dann muss sie das einfach als Rollenvorbereitung machen. Andere Schauspieler müssen ja auch, wenn sie einen Tanzfilm machen, müssen sie tanzen lernen, wenn sie Klavier spielen müssen. Also hatte sie dann tatsächlich auch in ihrem Vertrag drin stehen, dass sie jetzt Online-Rollenspiele spielen muss. Und es war für sie dann so ein bisschen am Anfang hart, weil sie zu ihren Freunden dann sagen musste, ich kann jetzt leider nicht mit euch mitkommen, weil ich muss Computer spielen. Aber sie hat es dann gemacht und hat auch ihren Spaß entwickelt und die beiden haben sich dann tatsächlich auch mal online in so einem Spiel getroffen, um eben dieses Feeling aufzubauen. Weil es würde halt einfach albern aussehen, wenn man den Film drehen würde und Maler wüsste nicht, wie man so eine Tastatur bedient oder so. Das muss einfach genau wie ein Instrument oder eine andere Fähigkeit, muss es dann auch trainiert werden. Und gerade dazu, es ist ja eine Komödie auf jeden Fall, aber trotzdem müssen die Schauspieler sich in dem Moment, wo sie das spielen, ja unglaublich ernst nehmen, weil sonst ist es einfach nur schlecht, dann ist es weder lustig noch hat sonst irgendeine Wirkung. Und auch beispielsweise Hannes Wegener, der bei uns den Antagonisten spielt, hat sich so dermaßen in diese Rolle reingesteigert, dass er mit einem Shakespeare'schen Ernst diese seltsame Figur zwischen den Welten, der ja total abgedreht ist, verkörpert hat, dass er bei einem besonders intensiven Take, den er dann tatsächlich auch ganz alleine gespielt hat, am Ende einfach wirklich so Blut auf der Tastatur hatte, weil er so sich da aufgeregt hat, dass er jetzt da gerade am Verlieren ist. Und da dachte ich so, wow, cool, das ist eigentlich wirklich spannend, auch eben in so ein ganz seltsames Feld mit Schauspielern mal reinzugehen und einfach zu schauen, was ist alles möglich. Wie sind denn eigentlich gerade so diese Spielszenen bei dem Publikum, also bei dem jungen Publikum angekommen auf Festivals? Also die, die sich nun wirklich auch auskennen, war das für die überzeugend gemacht oder haben die eher gesagt, ja, da hast du nicht aufgepasst oder da ist ja totaler Fehler? Welche Erfahrungen konntest du da sammeln in den Publikumsgesprächen? Ja, da hatte ich auch doll Angst davor, natürlich. Aber dadurch, dass wir das eben wirklich gemacht haben mit dieser Computerspielfirma, die sich so da reingehängt hat und es ja auch ohne Geld wirklich idealistisch vorangetrieben hat, einfach umzuschauen, ob dieses Pionierprojekt funktioniert oder nicht, dadurch sind wir da wirklich ganz, ganz, ganz dicht am aktuellen Stand der Spiele dran. Wir haben einige Modifikationen halt natürlich gemacht, weil er auch für Kinder ist, dass wir das Blut rausgenommen haben, dass wir brutale Dinge nicht gezeigt haben, dass wir viele Leuchteffekte stattdessen auch verwendet haben oder so. Aber es gibt ja auch solche Spiele. Also das ist von dem her habe ich da auch eben gerade, das war aber eigentlich gar nicht so sehr, weil der Technik, da habe ich der Firma vertraut und habe mit ihnen ja auch das zusammen erarbeiten dürfen. Dadurch war für mich dann nach einer Weile klar, wow, das wird ganz toll. Ich hatte auch Angst, was gerade so die Sprache angeht und verhalten sich jetzt die Kids, beziehungsweise es sind ja keine Kids mehr, sondern die jungen Darsteller, authentisch oder in diesem Rahmen natürlich von der Komödie oder eben sind sie peinlich und Gott sei Dank ist uns dieser Spagat
vor dem ich auch sehr große Angst immer wieder hatte, aber geglückt. Und wir haben schon dann von so Gamern so Kommentare bekommen wie, ja, das geht schon klar. Und ich glaube, das ist so die größte Auszeichnung, die man bekommen kann. Das hat mich sehr gefreut. Und spannend ist dann auch natürlich immer bei diesen Festivals gar nicht mal nur die eigentliche Zielgruppe, sondern wenn nach dem Film irgendwelche begeisterten Eltern auf mich zukommen und sagen, Florian, jetzt habe ich verstanden, was Game eigentlich bedeutet. Jetzt weiß ich, warum mein Sohn nicht aufhören will damit. Weil das ist gleichzeitig eigentlich gar nicht so sehr ein Lehrfilm für Gamer oder so, weil die wissen sowieso, was da abgeht, sondern es ist vor allem auch ein Lehrfilm für Lehrer, Eltern und eben eine Generation, die sonst eben sich nicht in dieses Feld hineintraut, obwohl natürlich irgendwie eben ihre Kinder oder andere Bekannte so viel sich damit beschäftigen. Und das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen gewesen, eben diese Reise und diese Faszination und alles, was damit zusammenhängt, einfach emotional klar zu machen und dass sich den Film auch Leute anschauen können, die noch nie im Leben ein Spiel angefasst haben und trotzdem ihren Spaß haben. Wirst du bei Jugendteam bleiben? Erstmal noch? Ja, auf jeden Fall werde ich dem Kinder- und Jugendfilm treu bleiben, sozusagen. Nicht ausschließlich. Ich glaube, das ist wie bei jedem von uns. Man hat viele Facetten. Ich habe ja auch einen politischen Dokumentarfilm vorletztes Jahr gedreht und beschäftige mich gerade extrem viel mit den neuen Möglichkeiten der Gentherapie, die ganz einschneidende Spuren, glaube ich, hinterlassen werden. Aber trotzdem, glaube ich, schlägt in mir einfach mein Herz für Kinder- und Jugendfilme und ich werde da immer, denke ich, dranbleiben, ja. Gibt es da schon gewisse Themen, die du jetzt schon so im Kopf hast oder wo du sagst, die würden dich doch interessieren, die mal näher zu behandeln und mal ja, von der fiktionalen Seite aus zu beleuchten? Ja, unfassbar viele. Also gerade jetzt auch nochmal, ich will jetzt natürlich nicht nur Computerspielfilme machen und Dinge, die in die Richtung gehen, aber was diese neuen virtuellen Welten alles für uns bereithalten, ist unglaublich. Da bin ich über Offline ja auch erstmal so richtig eingestiegen, wie jetzt sich alles weiterentwickeln könnte. Da sehe ich noch ganz viel Potenzial für neue Stoffe, aber auch ganz rudimentäre Grundlagendinge, wie zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem Stoff über Angst und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Angst und Furcht, was bei Kindern auch noch nicht so viel behandelt wurde. Ich denke, was auch total spannend ist, ist jetzt gerade für Jungs, sind Waffen auch ein Thema, was in Deutschland ganz mit Fingerspitzen nur angefasst wird. Da bin ich mal gespannt, ob wir das finanziert bekommen. Aber da ist ja auch dieser krasse Unterschied zwischen dieser Exportpolitik, die wir Deutschen fahren, und jeder kleine Junge interessiert sich für Waffen, bekommt es aber von seinen Eltern logischerweise verboten. Auch da sehe ich viel Potenzial und da sind noch ganz, ganz viele andere Ideen im Kopf. Also die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dir erstmal weiterhin viel Erfolg mit Offline zu wünschen, dass der ordentlich viele Besucherzahlen einfährt. Ja, und dann sind wir gespannt auf dein nächstes Projekt. Dankeschön.